So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Wir haben wieder ein paar kleine Infos für euch zusammengefasst und dann gibt es das heutige Gewinnspiel. Wie schon bei der Kanto-Region und bei der Johto-Region gibt es wieder ein Shiny Pikachu mit Mütze. Diesmal mit Rayquaza-Mütze oder Rayquaza-Hut, wie auch immer man das nennen möchte. Aber ganz zuerst, es gibt wieder eine Abstimmung für den Seed Day bzw. die zwei nächsten Seed Days. Ihr könnt also wieder abstimmen am 23. und 24. Mai bei Twitter. Wer Twitter nutzt, ich mache das nicht. Wahrscheinlich, ich werde deshalb auch nicht abstimmen. Ich lasse mich überraschen. Aber im Gegensatz zum letzten Mal, wo man ja rausgehen musste, musste Aufgaben sammeln, musste die dann erledigen, damit mit der erledigten Aufgabe eine Stimme für das entsprechende Pokémon zählt, könnt ihr jetzt direkt abstimmen. Und ihr könnt sogar mehrfach abstimmen, glaube ich. Nee, ich glaube, ihr könnt nur einmal abstimmen, aber auf jeden Fall, das Pokémon mit den meisten Stimmen wird dann im Juni kommen und das Pokémon mit den zweitmeisten Stimmen wird dann im Juli kommen. Also Juni, Juli ist dann schon mal gesichert. Zur Auswahl stehen natürlich Shiggy, Sandan, Honliu, Nebulak und ich bin immer noch der Meinung, dass aktive Spieler eigentlich nur Honliu bräuchten, weil das eben als neues Shiny eingeführt wird, hat zwei Weiterentwicklungen, ist daher vielleicht interessant. Bibor auch ein sehr cooles Pokémon natürlich, Generation 1 natürlich, aber die sind ja alle Generation 1. Shiggy ist komplett unnötig meiner Meinung nach, das hat schon mal einen eigenen Seed Day gehabt. Bei jedem komischen Event spawnt das auch wieder mal mit vermehrt. Sandan ist vielleicht für viele interessant, weil das Shiny davon richtig cool ist. Und vielleicht beliebter auch als das von Nebulak. Nebulak trotzdem auch ein cooles Pokémon. Also mein Favorit ist auf jeden Fall Honliu. Ich würde gerne Honliu haben. Und als zweites entweder Sandan oder Nebulak. Das ist mir egal. Aber auf jeden Fall bitte kein Shiggy. Aus der PvP-Sicht ist es vielleicht wieder was ganz anderes. Da wollen vielleicht viele ausgerechnet Shiggy haben. Aber ich bin jetzt nicht so PvP-begeistert. Ich gehe eigentlich nur nach Shinies. Und da sehe ich Honliu, drei neue Shinies, die reinkommen würden. Würde mich am meisten interessieren. Ich habe auch mal eine Umfrage auf meinem Kanal gestartet. Die läuft jetzt noch nicht so lang. Ich habe trotzdem den aktuellen Stand mal hier eingeblendet. Da ist Honliu auch auf jeden Fall vorne dabei. Des Weiteren gibt es heute auch wieder eine Spotlight-Stunde. Diesmal mit Fifien von 18 bis 19 Uhr. Ich weiß nicht, wann ich das Video hochlade, aber im Endeffekt ist sie dann eh schon um. Auf jeden Fall geht raus, eine Stunde lang Pfiffchen jagen. Vielleicht kriegt ihr ja noch ein Shiny, wenn ihr noch keins habt. Und es gibt drei neue T-Shirts im Shop. Drei kostenlose neue T-Shirts mit Ditto-Motiv, mit Pikachu-Motiv und mit Evoli-Motiv. Könnt ihr euch kostenlos zulegen. Also verpasst das nicht, macht das. Und jetzt geht's auch ans Gewinnspiel. Ihr wisst ja, was ihr immer machen müsst, damit ihr das Shiny Pikachu mit Mütze bekommt, müsst ihr einfach nur unter dieses Video kommentieren mit dem entsprechenden Hashtag. Ihr müsst also nicht liken, ihr müsst das Video nicht teilen, ihr müsst nicht 20 Freunde markieren, sonst was. Ihr müsst einfach nur den entsprechenden Hashtag hier drunter posten und vor allem richtig schreiben. Und dann wird das Pikachu am Montag im Livestream ab 20 Uhr wieder verlost. Das haben wir jetzt schon die letzten zwei Wochen gemacht mit dem Glurak-Mützen-Pikachu-Shiny, mit dem Nachtara-Mützen-Pikachu-Shiny. Das haben wir also gestern Abend verlost und das war wirklich ein Krampf, denn wir haben vier Versuche gebraucht. Der erste Kommentar, der gezogen wurde, hat einfach nur gesagt, haha, das habe ich schon. Wollte das also nicht unbedingt haben, es war kein Hashtag dabei, deswegen hat er es nicht bekommen. Der zweite Kommentar, der da war, hat es falsch geschrieben, beziehungsweise er hat es richtig geschrieben, aber hat Groß- und Kleinschreibung nicht beachtet und ihr müsst genau den Hashtag nehmen, der dort steht. Der dritte Kommentar, der gezogen wurde, hat einen Fehler drin, der hat nämlich statt Adi Ani geschrieben, also statt D ein N, war also auch falsch. Und der vierte Kommentar, da war alles richtig, der hat gepasst, der bekommt das dann auch. Wir haben uns auch schon verbunden, wir sind auch schon fleißig am Geschenke austauschen und interagieren, dass wir das dann nach 30 Tagen tauschen können, denn er hat es noch nicht registriert. Ich dachte, ich mache das sowieso mit Pikachu, weil Pikachu haben einfach viele Leute als Shiny in irgendeiner Form, egal ob normal oder eben mit Weihnachtsmütze oder mit Blumenkranz oder mit irgendwas. Und so ist das auch bei neuen Leuten nicht weiter tragisch. Kostet nur 20.000.
drauf geschissen, jetzt ist es natürlich wieder anders. Der erste Gewinner hat es noch nicht registriert, der zweite Gewinner hat es noch nicht registriert. Das heißt, jedes Mal bis Stufe 3 leveln und dann 80.000 Staub rausballern. Aber das ist so und den heutigen Hashtag verraten wir euch direkt jetzt. Der erste Hashtag war ja Peace Out Vorhau, der zweite Hashtag war Artie's the Cat. Und den dritten, weil es gerade aktuell ist und nicht passender sein könnte, ist Julian Eisenstein. Bruder, das ist doch eine Ehre, oder? Weil der im Chat immer alle triggert, weil der beim 6-Stunden-Rauchtag alle getriggert hat, weil der immer zu einer Auszeit bekommt, immer zu einem Timeout, immer zu 300 Sekunden gesperrt wurde für den Chat und dann wieder da war und dann wieder, nein, bitte kein Timeout mehr. Dann wieder reinkam, jetzt auch beim Livestream gestern, wieder viele Leute gesagt haben, der Autismus ist am Kicken, was läuft bei dem falsch? Deswegen der Hashtag der Woche, Julian Eisenstein. Das also unter dieses Video schreiben, schreibt einen netten Kommentar oder schreibt einen bösen Kommentar, wie auch immer. Schreibt auf jeden Fall irgendwas und den Hashtag Julian Eisenstein, wenn ihr gewinnen wollt. Genauso geschrieben, wie es geschrieben wird, ne? Achtet drauf, dass ihr euch nicht verschreibt. Wer nicht gewinnen will, kann den Hashtag einfach weglassen und kann mich auch so beleidigen unter dem Video oder loben oder wie auch immer, ne? Guck mal hier, zwei Paar Strümpfe, ne? Das ist ein Paar Strümpfe und das ist das zweite Paar Strümpfe. Richtig genial. Das war's aber auf jeden Fall von meiner Seite. Wie gesagt, ihr könnt das Shiny Pikachu mit Rayquaza Mütze gewinnen. Einfach nur den Hashtag rein. Montag 20 Uhr, ab 20 Uhr Montag im Livestream auf dem Kanal ist dann wieder die Auslosung. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.